mein Freund. Wie bist du hier gestrandet? Früher war ich Portier beim Club der guten Sitten. Aber ich wurde gefeuert wegen Unschicklichkeit meiner Schwanzglatze. Kann nicht mal mehr fliegen. Jedenfalls bleibe ich optimistisch. Der Schnippel wird mir Federn geben und dann kann ich wieder dorthin zurückkehren. Oh, der arme Vogel. Hat er noch was zu sagen? Das ist dieser Club der guten Sitten. Was passiert dort? Sie haben keine Chance, dort hineinzukommen in der Kleidung. Es ist eine Vereinigung, die über Anstand und Moral wacht. Ihre tägliche Arbeit besteht darin, Werke und Verhaltensweisen zu zensieren, vor allem von Butzugs. Aha, okay. Also, ein Damenkränzchen. Fast, würde ich sagen. Das würde ich gerne sehen. Wenn Sie Federn für mich besorgen und es dort hinein schaffen, einmal vor Ort werde ich Ihnen einige private Türen öffnen. Ah, der Kollege ist ein Türwächter. Das hat natürlich einen Vorteil, wenn wir ihm helfen können. Hat er noch eine Reaktion? Hallo, mein Freund. Nein? Gut, ja, wir haben da so ein paar Federn, aber wie kriegen wir die auf sein Hinterleib? Wir haben keinen Kleber mehr, glaube ich, oder? Wie der abfliegt, das klingt so cool. Und Woodruff ist natürlich hellauf begeistert von dieser Aktion, genauso wie ich. So. Damit haben wir uns einen kleinen Freund gemacht, den wir später auch wieder treffen werden, wie man sich denken kann. Sonst wäre es ja komplett nutzlos in diesem Spiel gewesen, das zu tun. Ja. Woodruff, wenn du das im Dunkeln machst, ist das nicht sehr sinnvoll. Sag ich dir jetzt schon. So. Wie öffnet man jetzt diese Tür? Wir haben den Schalter schon richtig eingestellt gehabt. Dass die Nase auftaucht, richtig? Leute, wir machen sie mit dem Finger auf. Indem wir sie in die Nase stecken. Tada! Öffnet sich ja eine Tür also rein. Oh, wie finster es hier drinnen ist. Eine geheime Tür, deren Schloss eine Nase ist, dessen Schlüssel ein Finger ist, der darin popelt. Ich liebe dieses Spiel. So, wir sind, glaube ich, im Moment, wäre es hier, in der Spielhölle sind wir jetzt gelandet. Die Spielhölle ist, damit wir ein wenig Kohle verdienen können. Erstmal reden wir, glaube ich, mit, genau, mit dem Champion hier. Es ist ein hartes Geschäft. Man ist gezwungen, Dorf zu nehmen. Möchtest du? Mein Stiefvater hat mich vor diesem unheilvollen Zeug gewarnt. Ach schon, kannst wenigstens probieren. Los, es kostet ja nicht. Nein, hör schon auf! Mach schon, eine kleine Pille und du kommst voll in Fahrt, voll Power. Jetzt gehen Sie mir aber auf die Nerven, es reicht. Ja, der kann uns nicht viel nützliche Informationen gerade geben. Ich lasse mal den guten Herrn Buchmacher hier erklären, wie das Ganze funktioniert. Aber kann der Servierer uns auch irgendwas Wichtiges sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich erinnere mich, was der Servierer macht. Gut. Okay, Herr Buchmacher, wie funktioniert dieses Spiel hier? Man kann Strohl gewinnen, indem man auf Rot oder Schwarz setzt. Amen. Heilig. Die Spielhölle bringt uns Geld mit einem Mann, der religiös redet. Ich find's geil. Wir haben im Moment noch kein Geld. Wir werden es auch nicht setzen, weil das, ja, Zockerei wäre, dann wären wir pleite danach. Ich werde ja auf jeden Fall nochmal zurückkommen, um ein wenig Kohle zu verdienen. Mal gucken, wo es weitergeht. Zum Freudenviertel. Hey, das kennen wir doch. Dadurch können wir zur Bar gelangen. Hier ist das berühmte Freudenviertel, in das so viele junge Butzug kommen, um ihre mageren Einkünfte zu verplempern, in der Hoffnung, ihren tristen Alltag zu vergessen. Könnte vielleicht ein paar Strudel und zwei, drei Infos auftun. Dieser alte Fuchs von Azimut könnte den Schnibbel dort versteckt haben. In der Spielhölle, im Freudenviertel, den Schnibbel versteckt haben. Ah ja. Obwohl, okay, die Logik ist nachzuvollziehen, oder? Ich meine, Freudenviertel und der Messias des Glücks. Das passt doch super zusammen.
Checken wir mal unsere Möglichkeiten aus. Wir können hier zur Schluckspechtbar, auch schon Werbungsschild, man sieht das. Damit kommen wir eine Ebene nach unten. Kleine Abkürzung. Wir haben hier ein Fahrzeug, was den Weg blockiert, so wie es aussieht. Ein Fahrzeug versperrt den Weg. Das muss der Ausgang der Stadt sein. Ja, so in der Richtung. Wir kommen auf jeden Fall auf eine Ebene, die ein bisschen mehr Luft hat. Ist aber im Moment nicht erwünscht, deswegen steht auch das Fahrzeug im Weg. Wir können nicht durch. Wir haben aber noch mehr Möglichkeiten, zum Beispiel einen Kinosaal. Was für ein Film läuft denn gerade? Es wird Schwarzenegger, Exterminator der Butzuk gespielt, ein Kultfilm. Oh, Arnold Schwarzenegger. Finde ich gut. Vielleicht können wir uns noch was auftreiben. Die Frau hier sieht betörend aus. Mal gucken, wie viel's kostet. Ach, meine Dame, Sie müssen eine Menge Leute hier vorbeikommen sehen. Ah, ja, hey, dich kenne ich doch. Du bist Woodruff, der Adoptivsohn von Azimuth. Du hast auf meinen Knien geritten, als du klein warst. Was bist du nur gewachsen, Mann, ey. Noch so eine Idee von Azimuth. Ach ja, er hat mir etwas für dich gegeben. Oh, hey, was bist du nur so ungeschickt? Du hast den Steinfisch zerbrochen. Also, unser Vater hat irgendwie eine Vorliebe für steinerne Sachen anscheinend. Erst das Stein A und jetzt den Steinfisch. Warum auch immer. Und Lady, wenn hier irgendeiner vom Reiten reden darf. Ah, die Welle des Vergessens ist also über die Minister des Königs gekommen. Dadurch haben sie ihre Weisheit irgendwo liegen lassen. Aha. Ah, ich verstehe. Das hat also zu Azimuths berühmtem Vortrag geführt. Ja, danach hielt der Sultan eine Rede an unser Volk, die voller Hoffnung war. Da der Schnippel kommen würde, um uns zu retten. Aber ich glaube, dass das noch lange dauern wird. Denn Azimuth ist verschwunden. Und der Schnippel weiß, wie brutal die Obersackgegner verfolgt werden. Hoffe, du findest ihn schnell. Ach, jetzt müssen wir das doch einmal tun. Ich wollte nur meinen Vater finden, aber okay, dann halt auch den Schnibbel, bitteschön. Kommt es, dass Sie Azimuth kennen? Waren Sie einer seiner Freunde? Ja, habe ihn beim Butzuk-Tempel getroffen. Ah, hat man schon. Gut. Dann, ja. Wir hätten einen Steinfisch kriegen können, aber Woodruff war wieder so ungeschickt und hat alles Mögliche kaputt gemacht. Schäm dich, Woody. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir können noch ein wenig... Genau, Spaß haben, Woodruff, genau. Wir spielen eine Runde Flipper. Ja, das leuchtet so schön. Noch eine Runde. Ich hab gleich den Highscore. Ich glaube, Woodruff hatte ein paar Punkte zu wenig für den Highscore. Nun ja. Wir haben einen Flipper zerstört, aber dadurch einen Strohl gefunden. Yep. Unser einziger und erster Strohl, mit dem wir jetzt, den wir uns vermehren werden. Die Möglichkeiten in dem Spiel hier Geld zu verdienen sind dreierlei. Die erste Möglichkeit, die immer funktioniert, wenn wir nur noch einen Strohl besitzen, ist dieser Spielautomat hier oben. Kann man gut vorführen. Wenn ich einen Strohl einwerfe, Woodruff, hoch da. Gewinnen wir auf jeden Fall und bekommen 4 Strohl wieder. Wenn ich jetzt einen einspeise, wo wir mehr als einen Strohl haben. Macht das Ding nicht mehr mit. Die zweite Möglichkeit haben wir eben schon gesehen, die ist in der Spielhölle. Die ist wirklich vollkommen zufällig. Zufallsfaktor außer der 50-50-Chance. Hier ist es einfach nur ja oder nein. Und die dritte Siegmöglichkeit ist, was haben wir hier? Butzuk Don't Use Drugs, gezeichnet FLB. Aha. Zum Turm der virtuellen Reise, genau. Die dritte Möglichkeit befindet sich hier, in dem Gebiet, was uns vorher versperrt war, durch diesen übergroßen Pixel. Ein riesiger Meteorit. Meister! Danke. Jetzt können wir auch wieder zum Proto-Photon-Platz über diesen Weg.
Einfache Sache. Einfach mal kurz drauf zeigen. Die dritte Möglichkeit ist dieser Trickspieler hier. Betonung auf Trickspieler, denn der Typ behumst wirklich. Es gibt aber trotzdem die Chance zu gewinnen. Hey da, Marktschreier! Was für ein Spiel wird hier gespielt? Gib mir einen Strudel und einen Becher. Ist das Auge drunter, kriegst du 3 Strudel. Wie man sieht, es ist nicht wirklich, wie heißt das hier, effizienter für uns, dieses Spiel zu spielen, als wenn wir die 50-50-Chance nehmen würden. Hier 33%, da drüben 50%. Also hier Geld zu verdienen, ich demonstriere es einfach einmal. Ich gebe ihm einen Stuhl. Zeig mir das Auge. Und dieser Animation zu folgen, dürfte es nämlich kein möglich sein, also auf gut Glück. Haha! Der Glücksgott ist mit mir, wie es scheint. Auf jeden Fall, jetzt sind wir bei 8 Strohl. Ja. Gut, wo geht's weiter? Der Turm der virtuellen Reise ist ja nicht ohne Grund so benannt. Es gibt hier unten nämlich... Oh toll, ich merke gerade, ich kann auch nicht noch richtig nach oben scrollen, nur nach unten. Hier unten der virtuelle Orgasmus-Sitz. Die Übersetzer haben sich wirklich getraut, das Wort Orgasmus so direkt hereinzuschreiben. Ich bin begeistert. Das ist der Turm der virtuellen Reise, gerade weil hier unten ein Reisebüro für virtuelle Realität da angeboten wird. Um dahin zu kommen, müssen wir diesen Fahrstuhl benutzen können, der von einem gewissen jemand blockiert wird. Er steckt den Fahrstuhl fest! Dankeschön, das hätte ich nicht bemerkt ohne deine Hilfe. Also müssen wir später wiederkommen. Wir brauchen den Stuhl da unten sowieso nicht, um auf eine orgasmische Reise zu gehen. Vorerst. Dafür haben wir noch einen Weg offen, und zwar den nach oben, zum Obersackplatz. Den wir jetzt nehmen werden. Ja, hier sieht das Ganze doch schon ein wenig motivierender aus. Was haben wir denn hier? Noch mehr Sachen zum Lesen. Verkaufe Kühlschrank wie neu. Schade, das ist das Einzige. Können wir hier Fernsehen gucken? Anscheinend nicht, das ist komisch. Ich bin mir sicher, man konnte hier Fernsehen gucken. Vielleicht verwechsel ich das mit irgendwas. Aber ich sehe noch ein paar Plakate, ein Werbeplakat. Was ist da drauf? Heben Sie ab! Flippen Sie aus mit der virtuellen Traumreise von Ernst Blinz! Ja, das ist für den virtuellen Reiseturm. Habe ich euch schon gezeigt. Und das andere ist... Sehen Sie die heiße Show von Miss Voll und Ganz auf Kanal Bo-Blitz-Platz-Ru. Ah, eine neue... wie heißt es hier? Wo ist es? Eine neue Turbozon-Adresse. Der... Herzbusen-Kanal. Ja. Wählen wir doch sofort, oder nicht? Wo haben wir es denn? Ist das Po? Ja, das ist, glaube ich, Po. Po Bins Blatz Dru. Entschuldigt, ich muss mit meinem Kopf sehr nah am Bildschirm rangehen, weil die Tasten sind ja so verspiegelt am links unteren Rand. Und deswegen ist es ein wenig schwierig, das für mich zu lesen. Willkommen zu unserer Sendung Herz zu Busen. Der erotische Betthupferl heute Abend mit 2 neuen wohlgerundeten Kandidatinnen. Wenn Sie an unserer Sendung teilnehmen möchten, erinnere ich Sie daran, dass Sie auf Ihrem Turbozon folgende Nummer wählen müssen. Zick, Drum, Gne, Bunz. Und Woodruff hat die Pubertät erwischt. Er hat sich direkt in die erstbeste TV-Moderatorin verknallt, die wir gesehen haben. Ist das nicht super? Aber wir werden ihm wohl den Gefallen tun müssen, um... Jetzt kann ich das nicht anrufen. Hier, kein Herz zu Buse anrufen zu müssen. Gucken wir mal. Stick, Zick, Dru, Gne, Binz. Hallo, meine Dame! Bitte verbinden Sie mich mit Miss Voll und Ganz. Ich bin die Sekretärin. Tut mir leid, aber Miss Voll und Ganz akzeptiert niemanden am Telefon, außer in ihrer Sendung. Ich bin zutiefst enttäuscht. Hätte so gern mit ihr gesprochen, nur eine Minute. Aber wenn alle Fananrufe durchkämen, käme sie zu sonst nichts. Ich bin kein hundsgewöhnlicher Groupie.
sondern wollte über den Schnibbel reden. Schnibbel? Ja, dann ist das eine andere Sache. Da Sie mir sympathisch sind, werde ich sehen, was ich tun kann. Ich rufe Sie über Tubuzon zurück, ja? Ha, wir haben wenigstens eine Chance. Ja, unserem... Da freut er sich, Freudentränen fließen. Ja, unserem Ohren auf Mundhöhe Charme kann halt keiner widerstehen, oder was denkt ihr, Mädels? Reden wir doch mal mit dem Butzugsklaven hier drüben.